das Ei. Ein Wunderwerk der Natur. Selbst die größten Saurier sind irgendwann aus dem Ei geschlüpft. Es hat alle Katastrophen überstanden, egal wie schlimm es auch kam. Fünfmal in der Erdgeschichte stand das Leben fast vor dem Aus. Nach jeder Katastrophe tat die Evolution ihre Arbeit. Das Leben blühte wieder auf. Doch wer gehört zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern? Es gibt nichts Spannenderes als die Geschichte des Lebens. Kommen Sie mit auf eine Reise zu den Sternstunden der Evolution. Wie haben die Vögel fliegen gelernt? Warum gibt es Sex? Und wie finden wir den richtigen? Auf der Suche nach Antworten treffe ich die bedeutendsten Forscher unserer Zeit und unterhalte mich mit ihnen über die großen Fragen des Lebens. Im Regenwald scheint die Zeit stillzustehen. Die Evolution schreitet nur langsam voran, seit Jahrmillionen. Doch ab und zu gibt es entscheidende Phasen in der Geschichte des Lebens. Sternstunden, die das Leben auf unserem Planeten für immer verändern. Eine der faszinierendsten Sternstunden der Evolution überhaupt ist natürlich das Fliegen. Und keiner beherrscht das besser als die Vögel. Hallo, Wimas. Wimas ist ein ganz wunderbarer Kakadu. Und wie alle flugfähigen Vögel hat er einen sehr leichten Körperbau und Schwungfedern, mit denen er Auftrieb produzieren kann. Aber natürlich können nicht alle Vogelarten diese Eigenschaften gleichzeitig entwickelt haben. Irgendwann muss irgendjemand mal damit angefangen haben. Weißt du wer? Keine der heute existierenden Vogelarten hat das Fliegen erfunden. Ihre Vorfahren haben es in Jahrmillionen der Evolution entwickelt und immer weiter perfektioniert. Und so leicht und anmutig es auch aussieht, das Fliegen verbraucht immense Kräfte. Um große Distanzen überwinden zu können, bedurfte es enormer anatomischer und physiologischer Anpassungen. Ohne sie könnten 50 Milliarden Zugvögel ihre langen Flugreisen nicht bewältigen. Fliegend haben sich die Vögel in alle Erdteile ausgebreitet, denn in der Luft gibt es keine unüberwindbaren Hindernisse. Nicht einmal Eiswüsten und Ozeane können Vögel stoppen. Manche verbringen fast ihr ganzes Leben in der Luft. Jeder fliegt auf seine Art. Doch zwei Merkmale haben alle gemeinsam: Flügel und Federn. Die Schwungfedern sind ein aerodynamisches Meisterwerk. Mit feinen Haken greifen die Federn wie ein Klettverschluss ineinander und lösen sich wieder. Leicht und stabil zugleich. Federn sind zum Fliegen da. Zumindest glaubte man das lange. Doch dann tauchten in China plötzlich neue und spektakuläre Funde auf. Nirgendwo sonst auf der Welt werden derzeit so viele Dinosaurierfossilien entdeckt wie hier. Viele dieser Arten besaßen offenbar Federn. Vielleicht waren sie frühe Vorläufer der Vögel. Aber wozu brauchten diese Saurier Federn? Denn geflogen sind Vertreter wie Epidexipterix nicht. Das beweist ihr Körperbau. Vor rund 160 Millionen Jahren klettert das skurrile Wesen durch die lichten Wälder Chinas. Mit 45 cm Länge ist Epidexi einer der kleinsten Dinosaurier überhaupt. Was ihn einzigartig macht, ist sein übermäßig verlängerter Mittelfinger. Eine perfekte Angel. Schon damals lockte ein saftiger Happen Konkurrenten an. Noch etwas zeichnet Epidexi aus: vier lange Schwanzfedern. Die ersten Schmuckfedern der Erdgeschichte? Hatten die kleinen Saurier bereits einen Sinn für Schönheit? Diese Frage lässt sich wohl nicht mehr klären. Aber fest steht, Federn gab es lange vor dem Flug. Entscheidend für diese Erkenntnis ist auch ein Fund aus Deutschland. Erst vor wenigen Jahren entdeckten Forscher in einer bayerischen Kalkgrube ein hervorragend erhaltenes Dinosaurierbaby.
Seine Geheimnisse gibt es erst unter UV-Lichtpreis. Sciuromimus ist ein urtümlicher Saurier, kein enger Verwandter der Vögel. Und doch trägt er Federn am ganzen Körper. Flugfedern sind es nicht, mehr ein dichter Flaum. Es ist ein sensationeller Fund und der einzige seiner Art in Deutschland. Forscher gehen mittlerweile davon aus, dass möglicherweise alle Dinosaurier befiedert waren. Das heißt allerdings nicht, dass T-Rex und Konsorten einst im bunten Federkleid über die Erde zogen. Je weiter die Dinosaurier vom Zweig der Vögel entfernt waren, umso eher glichen ihre Urfedern Haaren. Oder es handelte sich um Schmuckfedern, die bei einigen wohl den Schwanz und bei anderen den Kopf zierten. Wie die Vorgänger der Vögel denn nun fliegen lernten, darüber streiten die Forscher bis heute. Die einen setzen auf Vertreter wie Microraptor. Der startete hoch oben in den Bäumen und segelte dann im Gleitflug zu Boden. Federn trug er nicht nur an den Flügeln, sondern auch an den Hinterbeinen und am Schwanz. So elegant könnten die ersten Flüge ausgesehen haben. Aber noch probt die Evolution das Fliegen. Mit ganz unterschiedlichen Modellen und Ansätzen. Denn in den Wäldern der Jurazeit lebten verschiedene gefiederte Dinosaurier, die sich Konkurrenz machten. Und wahrscheinlich haben mehrere Arten mehr oder weniger gleichzeitig den Luftraum erobert. Manche Forscher halten nichts von der Gleitflugtheorie. Sie glauben, dass die ersten Flieger vom Boden starteten, Anlauf nahmen und irgendwann abhoben. Ganz ähnlich wie mehr als 100 Millionen Jahre später die ersten Fluggeräte. Auch hier gab es eine Art Evolution, wurde experimentiert und verworfen, gelernt und optimiert. Der Mensch trieb die technische Entwicklung zielstrebig voran. Nichts wurde dem Zufall überlassen, anders als in der Natur. Deshalb lernten die Maschinen deutlich schneller fliegen als die Dinosaurier. Nach ein paar Jahrzehnten ging es schon ganz passabel. Doch keiner gleitet so laut und schwerelos durch die Lüfte wie die Vögel. In einer unglaublichen Vielfalt an Formen und Farben bevölkern sie heute die ganze Welt. Auch wenn man es auf den ersten Blick kaum glauben mag, Vögel sind die Nachfahren der Dinosaurier. Die Dinosaurier sind ja sowas wie die Superstars der Evolutionsgeschichte. Schade, dass es sie nicht mehr gibt. Aber damit sind sie ja nun wirklich keine Ausnahme. Fast alle Tier- und Pflanzenarten, die es je gegeben hat, sind auch wieder ausgestorben. So wie er. Dimetrodon, das Kriechtier mit dem schicken Rückensegel. Lange vor den Dinosauriern hat er auf einer Erdscholle gewohnt, auf der heute der Thüringer Wald wächst. Dimetrodon zählt zu einer Gruppe von Reptilien, die als Ur-Urahnen der Säugetiere gelten. Schon damals besteht die Welt aus friedlichen Weidegängern und Jägern. Dimetrodon ist einer der Top-Räuber seiner Zeit. Das auffällige Rückensegel ist wohl ein Schmuckstück, ähnlich wie Hirschgeweih und Pfauenfeder. Seinen Jagderfolg verdankt er seiner Geschwindigkeit und ein paar entscheidenden Neuerungen. Andere Räuber mussten ihre Beute im Ganzen verschlingen. Dimetrodon dagegen kann Stück für Stück abbeißen, denn sein Gebiss besteht aus unterschiedlich geformten Zähnen. Ein weiteres Merkmal seines Schädels findet sich später auch bei allen Säugetieren, ganz egal ob Igel, Pferd, Affe oder Mensch. Es ist eine charakteristische Vertiefung im Schädel, ein einzelnes Schläfenfenster. Letztlich wohl die Voraussetzung dafür, dass viel später das Gehirn der Säuger so enorm wachsen konnte. Aber das sollte Dimetrodon nicht mehr erleben. Dimetrodon! Der stand mit am Anfang einer Entwicklung, die viele, viele Millionen Jahre später auch zu den Säugetieren führte, also zu uns. Obwohl,
Die Ähnlichkeit ist ja wirklich überschaubar, oder? Die Evolutionslinie von ihm zu mir, die verlief aber nicht gerade. Ganz im Gegenteil. Da ist was dazwischen gekommen. Und zwar die größte Katastrophe aller Zeiten. Sie hat nicht nur die Metrodon vernichtet. Fast alle Arten der damaligen Welt werden ausgelöscht. Das Desaster ereignet sich vor etwa 250 Millionen Jahren. Bis heute ist der Schuldige für diesen Massenmord nicht eindeutig überführt. Gigantische Vulkanausbrüche spielen aber wahrscheinlich eine Rolle dabei. Es ist nicht ein Vulkanausbruch, es ist ein schier unendlicher Lavastrom. 1 Million Jahre lang geht das so. Am Ende sind die Ablagerungen 3 Kilometer dick und bedecken eine Fläche, die so groß ist wie die USA heute. Beinahe hätte die Erde wieder den Mikroben gehört. Über 90% aller Arten im Meer und fast ebenso viele Landbewohner sterben aus. Endgültig verschwunden sind danach die Metrodon mitsamt seiner Verwandtschaft. Fast alle Korallen. Die Trilobiten. Und unzählige Insektenarten. Es ist das einzige Sterben in der Erdgeschichte, von dem auch die Insekten massiv betroffen sind. Das Merkwürdige: Das große Sterben beginnt schon früh, mindestens 10 Millionen Jahre vor den Eruptionen der Vulkane. Schlug zuerst ein Asteroid ein? Die These taucht immer wieder auf, doch es gibt keinen überzeugenden Beleg. Nach neuester Forschung beginnt das Unheil dort, wo heute Sibirien liegt, tief im Inneren der Erde. Gewaltige Kräfte wälzen das Gestein im Erdmantel um und um. An sogenannten Hotspots drängt heißes Gestein nach oben. Geschmolzene Ozeankruste. Noch schneller strömen vulkanische Gase empor. Billionen Tonnen. Im Wasser verwandeln sie sich in Salz und Schwefelsäure und vernichten fast das gesamte Leben. Erst später gelangen die Gase in die Atmosphäre. Es ist eine tödliche Mischung. Giftgase, Temperatursprünge und gefährliche UV-Strahlen. Methan und andere Klimagase heizen den Planeten auf und zerstören die Ozonschicht. Weltweit. Deshalb sterben die meisten Tier- und Pflanzenarten aus, bevor die gewaltigen Lavamengen über das Land strömen. In ihrer unmittelbaren Umgebung geben sie den wenigen Überlebenden den Rest. Und die Folgen reichen weit über die vulkanischen Gebiete hinaus. Nach dem großen Sterben ist die Erde öde und leer. Es muss beängstigend still gewesen sein nach dieser Megakatastrophe. Kein Tier nirgends. Alle tot. Alle? Nein, ein paar besonders hartnäckige haben überlebt. Darunter ihre Vorfahren. Kakerlaken gibt es schon seit mehr als 300 Millionen Jahren. Kakerlaken waren aber nicht die einzigen Überlebenden. Da gab es noch ein anderes Tier. Auch nicht gerade eine Schönheit, aber mit großem Potenzial. Lystrosaurus. Zumindest für diese Tiere war die Katastrophe eine Sternstunde. Sie sind eine sogenannte Desasterart. Große Herden zogen damals durch die ansonsten leere Landschaft. Ihre genügsame Lebensweise hat ihnen geholfen. Und ein Stück weit auch der Zufall. Die Tiere konnten hervorragend graben und zogen sich zeitweise in den Untergrund zurück. Hier fanden sie Schutz vor Staub und sengender Hitze. Die ersten Bunker der Erdgeschichte. Ungestört von Feinden und Konkurrenten verbreiteten sich die Tiere über weite Teile des Planeten. Ihre Wanderungen sind ein Beleg für die Bewegung der Kontinente. Afrika, Indien und die Antarktis waren zu Zeiten von Lystrosaurus miteinander verbunden. Und so konnte er ungehindert umherwandern. Einige Millionen Jahre lang beherrschten diese Tiere sogar den Planeten. Dann nahm die Evolution wieder Fahrt auf. Die Lebensumstände änderten sich und er verschwand von der Bühne des Lebens. Einen Ehrenplatz hat der kleine Pflanzenfresser heute nur noch im Museum. Warum sterben die einen aus, während andere überleben? Wer gehört zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern?
Das möchte ich wissen. Und die Suche nach Antworten hat mich nach London geführt. Hier treffe ich den wohl berühmtesten Evolutionsbiologen unserer Zeit. Richard Dawkins. Dawkins ist ein leidenschaftlicher und ein streitbarer Forscher. Seit über 50 Jahren kämpft er für eine wissenschaftliche Sicht auf die Welt und gegen religiöse Erklärungen für biologische Zusammenhänge. Seine Bücher sind Bestseller. Wir haben uns im britischen Museum of Natural History verabredet. Eine Kathedrale der Wissenschaft. Einige der Funde, die hier lagern, stammen noch von Charles Darwin persönlich. Der Vater der Evolutionstheorie hatte ursprünglich Theologie studiert und bis zu seinem Tod mit den Widersprüchen zwischen Wissenschaft und Religion gerungen. Für Richard Dawkins sind diese Fragen längst beantwortet. Er ist Atheist und deshalb frage ich ihn, haben Sie eigentlich gar keine Angst vor dem Tod? Ich freue mich nicht auf den Prozess des Sterbens, aber wenn man tot ist, dann ist das so ähnlich wie zur Zeit der Dinosaurier. Einfach nichts. Angenommen, Sie würden nach Ihrem Tod auf Gott treffen, was würden Sie sagen? Welcher Gott bist du? Bist du Thor oder Apollo oder Baal? Vielleicht würde ich ihn dann bitten, mir etwas Spannendes über Physik zu erzählen. Sie würden sich nicht entschuldigen. Die Religion ist zu seinem Hauptthema geworden. Aber ist die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, überhaupt ein Thema für die Wissenschaft? Ich denke, es ist eine wissenschaftliche Frage, ob es einen Schöpfer gibt. Denn wenn ein Schöpfer die Welt gemacht hätte, dann würde es hier sicher ganz anders aussehen. Die Welt wäre wohl perfekter. Die Evolution ist es nämlich nicht. Albatrosse zum Beispiel sind zwar hervorragende Flieger, doch das Landen haben sie verlernt. Schildkrötenbabys müssen, wenn sie geschlüpft sind, den lebensgefährlichen Weg ins Wasser finden. Tausende von ihnen sterben. Ob sich ein Schöpfer so etwas ausgedacht hätte? Oder das Geweih der Hirsche. Schwer ist es und manchmal ganz schön lästig. Doch den Weibchen gefällt es und deshalb bleibt es erhalten. Vorerst zumindest. Die meisten Arten sterben irgendwann wieder aus. Wird dieses Schicksal auch uns Menschen treffen? Die meisten Arten sind doch wieder ausgestorben. Statistisch betrachtet lautet die Antwort also ja. Aber es gibt Gründe anzunehmen, dass der Mensch in vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Und dazu gehört auch die Fähigkeit, nicht auszusterben. Wir haben die Technologie, vieles zu überleben, was andere Arten ausgerottet hat. Hoffentlich hat er recht. Das Leben ist jedenfalls bisher immer zurückgekehrt. Aber okay, es war ja auch nie komplett weg. Selbst das große Sterben vor 250 Millionen Jahren haben ein paar überlebt. Paläontologen der Uni Bonn interessieren sich dafür, was nach dieser Katastrophe im Meer passierte. Spuren dieser Zeit finden sie in den Bergen von Nevada. Ob es sich um Fossilien handelt, verraten alte Paläontologentricks. Der allermeiste Knochen. Der hat die Eigenschaft, dass er meinen Speichel aufsaugt. Das heißt, wenn ich den lecke, dann klebt das an der Zunge. Und, was auch noch gut ist, der stinkt. Wenn man da drauf haut, dann wird Gas frei, weil da Erdöl drin ist. Da hat sich die Organe, das organische Material nicht zersetzt. Boah, stinkt richtig. Die Knochen, die die Forscher hier oben finden, stammen allesamt von Meeresbewohnern. Wo sich heute die Wüste ausbreitet, sah es vor 250 Millionen Jahren völlig anders aus. Hier erstreckte sich ein flaches Schelfmeer. Direkt nach dem Massensterben ähnelt das Meer einer gewaltigen Badewanne. Kein Leben, außer einigen Muscheln und urtümlichen Tintenfischen. Ein paar Millionen Jahre bleibt das so. Erst für die Zeit danach finden sich wieder Knochen im Gestein.
Spuren eines Wesens, das es zuvor nicht gab. Ein Fischsaurier. Er lebte lange vor den uns bekannten Dinosauriern. Ein ganz besonderer Fund. Wir kamen hier hoch und dann sah ich da so ganz kleine Wirbel. Und die habe ich dann zurückverfolgt und fand dann eben hier noch ein größerer Reste von größeren Wirbeln. Das Ganze passte zusammen und dann konnte man sehen, dass die kleine Wirbelsäule innerhalb der Rippen der großen Wirbelsäule war. Und da war mir sofort klar, was das ist, nämlich ein Fötus eines Fischsauriers mit der Mutter dazu, was wir dann ins Museum nach Los Angeles gebracht haben zur Präparation. Martin Sander hat das Tier Martina genannt. Martina brachte offenbar lebende Junge zur Welt und das ist selten bei Reptilien. Für die Paläontologen gibt es nur eine Erklärung. Reptilien hatten sich vom Land auf den Weg zurück ins Meer gemacht. Erstmals in der Erdgeschichte. Sie ähnelten heutigen Delfinen auf verblüffende Weise. Eine Anpassung an den Lebensraum unter Wasser. Ähnliche Herausforderungen führen eben zu ähnlichen Lösungen. Die Jungen entwickelten sich im Körper der Mutter. Wie lange eine Schwangerschaft dauerte, weiß niemand. Doch klar ist, weil Reptilieneier unter Wasser absterben, brachten Fischsaurier schon damals lebende Junge zur Welt. Genau wie die Delfine viele Millionen Jahre später. Das große Sterben hatte Platz für neue Lebensformen gemacht. Auch Katastrophen können also Sternstunden der Evolution sein. Fossilien erzählen Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Jeder Fund macht unser Bild der Vergangenheit etwas bunter. Fossilien sind übrigens extrem selten. Etwa 99,9% aller Tierknochen zerfallen einfach zu Staub und hinterlassen keinerlei Spuren. Wenn Sie also vorhaben, selber mal ein Fossil zu werden, muss ich Sie enttäuschen. Die Chancen stehen schlecht. Von den etwa 80 Millionen Deutschen, die heute leben, wird es wahrscheinlich kein einziger schaffen, vollständig zu versteinern. Von uns allen zusammen werden in ferner Zukunft, rein statistisch betrachtet, höchstens 18 einzelne versteinerte Knochen übrig bleiben. Tja, und wenn man das weiß, dann kann man sich auch leicht vorstellen, wie schwierig der Job der Paläontologen ist, die aus so wenigen Fundstücken die gesamte Vergangenheit rekonstruieren müssen. Die Felsen von Nevada sind ergiebig. Hier machen die Forscher noch einen sensationellen Fund. Diese Knochen gehörten einst einem gefährlichen Raubtier, ebenfalls ein Fischsaurier, allerdings ein ganz besonderer. So etwas hat auch Martin Sander zuvor noch nie gesehen. Das Tier heißt Thalattoarchon, das heißt so viel wie Herrscher der Meere. Und er war vielleicht so 12 Meter lang. Und das war der Tyrannosaurus der Meere. Der war also der absolute Top-Räuber, der alles fressen konnte, was ihm in die Quere kam. Thalattoarchon ist nicht nur wegen seiner enormen Größe interessant. Er zeigt, dass sich das Leben nur 8 Millionen Jahre nach dem großen Aussterben wieder vollständig erholt hat. Ein langer Zeitraum für uns, aber nur ein Wimpernschlag für die Evolution. Auch die Spitze der Nahrungskette ist jetzt wieder besetzt. Für Martina und der Junges wurde das Leben dadurch ungemütlicher. Denn Thalattoarchon fraß am liebsten andere Fischsaurier. Er war der erste große Räuber im Meer. Erst viel später werden gefährliche Haie und Schwertwale durch die Ozeane ziehen. Das gewaltige Skelett des Meeressauriers wird vorsichtig aus dem Gestein herausgelöst und mit dem Hubschrauber abtransportiert. Im Labor werden die Knochen noch viele Geschichten erzählen über die Zeit nach dem großen Sterben und die Dynamik der Ökosysteme.
Erst viel später beginnt das Zeitalter der Dinosaurier. Mehr als 150 Millionen Jahre lang beherrschen sie den Planeten. Sie besetzen alle ökologischen Nischen. Arten kommen und gehen, bis eine neue Katastrophe das Leben auf der Erde heimsucht. Vor mehr als 65 Millionen Jahren beginnt das bisher letzte große Massensterben. Und auch die Zeit der Dinosaurier geht nun zu Ende. Die Folgen des Einschlages werden das Leben auf der Erde für immer verändern. Von all den Dinosauriern sind nur ein paar versteinerte Knochen übrig geblieben. So ein Diplodokus-Schädel hier, der sieht für mich eigentlich eher aus wie ein Pferdekopf. Allerdings mit dem Unterschied, dass hier noch ungefähr 25 Meter Tier dranhängen. Wow. Aber egal, wie schlimm es auch gekommen ist, ein paar Arten haben immer überlebt und sich vermehrt. Die meisten Arten haben dabei übrigens auf das Ei gesetzt. Nur wenige konnten oder können lebende Junge zur Welt bringen. Die Fischaurier zum Beispiel, einige Chamäleon- und Schlangenarten und natürlich wir Säugetiere. Aber selbst bei uns fängt immer alles mit einer Eizelle an. Da stellt sich ja fast die Frage, was war eigentlich zuerst da? Das Ei oder das Tier? Am Anfang war das Ei. So unterschiedlich die Tiere ansonsten noch sind, alle legen Eier. Fische und Frösche genauso wie Insekten. Und weil diese Eier noch weich und glibbrig sind, brauchen sie zu ihrer Entwicklung Wasser. Erst die Reptilien haben Eier mit harter Schale erfunden und wurden so unabhängig vom Wasser. Das Brüten überlassen die meisten Arten der Sonne. Trotzdem ist der Nachwuchs danach nicht automatisch auf sich gestellt. Nach 3 Monaten schlüpft ein argentinischer Kaiman aus dem Ei. Beinahe gleichzeitig mit seinen Geschwistern. Gemeinsam machen sich die Kleinen auf den Weg zum nächsten Gewässer. Dabei rufen sie unentwegt. Und auf diesen Moment hat sie lange gewartet. Offenbar erkennt die Mutter ihren Nachwuchs und hilft bei der beschwerlichen Reise. Geschafft. Sofort kehrt sie zum Nest zurück, denn einige Babys haben noch Schwierigkeiten mit der harten Schale. Die Mutter hilft nach und setzt ihre scharfen Zähne dabei so vorsichtig ein, wie nur irgend möglich. Mütterliche Fürsorge. Ein weiterer vorteilhafter Entwicklungsschritt in der Evolution der Reptilien. Schon die Dinosaurier legten Eier. Sie selbst hatten zwar die Zeitenwende nicht überstanden, das Prinzip Ei aber schon. Argentinosaurus legte sie in riesigen Nistfeldern ab. Nur gebrütet haben die Kolosse nicht. Mit ihrem Gewicht hätten sie die Eier ja auch zerdrückt. 5 Kilo wog ein frisch geschlüpftes Argentinosaurus-Baby. Nichts im Vergleich zu seiner späteren Größe. Mit 30 Metern Länge und über 70 Tonnen Gewicht gehörten sie zu den Riesen ihrer Zeit. Bei der Fortpflanzung setzte Argentinosaurus auf Masse. In den größten Nistfeldern entwickelten sich mehr als 10.000 Jungtiere gleichzeitig. Ein reich gedeckter Tisch für Raubsaurier. Viele Argentinosaurus-Babys landeten im Magen der Räuber.
Aber einmal ausgewachsen, konnte ihnen niemand mehr gefährlich werden. Höchstens ein Meteorit. Das Ei hat Reptilien und Vögel unabhängig vom Wasser gemacht. Für die meisten ein Riesenfortschritt, für manche jedoch eine echte Strapaze. Kaiserpinguine wandern jedes Jahr bis zu 200 Kilometer durch die Antarktis. Ihre Brutplätze liegen dort, wo das Eis auch im Sommer nicht schmilzt. Jedes Weibchen legt ein einziges Ei. Brüten allerdings muss der Vater. Ein lebensgefährlicher Moment für den Nachwuchs. Liegt das Ei zu lange im Schnee, erfriert der Embryo. Geschafft. Unter der Bauchfalte bleibt es kuschelig warm. Draußen jedoch fallen die Temperaturen auch im Sommer auf minus 20 Grad. Nach 9 Wochen ist es soweit. Der Nachwuchs schlüpft aus dem Ei. Fast zeitgleich in der gesamten Kolonie. Ein kalter Start ins Leben. Wie viel praktischer wäre es doch, wenn der Nachwuchs im Körper der Eltern heranwachsen könnte. Doch so einfallsreich die Evolution sonst auch ist, kein Vogel hat diesen Weg eingeschlagen. Alle legen immer noch Eier. Die Lebendgeburt ist das Erfolgsrezept der Säugetiere. Eine weitere Sternstunde der Evolution. Säuger machen zwar nur 1% aller Spezies aus, haben sich aber über die ganze Erde verbreitet. Im Wasser und an Land. Angefangen hat es mit eher kleinen Vertretern. Es gibt vieles, was Säugetiere auszeichnet. Etwa das Fell und die Muttermilch. Vor allem aber wachsen die Jungen innerhalb des Körpers der Mutter heran. Doch auch hier steht am Anfang eine Eizelle. Sie wandert durch den Eileiter und nistet sich in der Gebärmutter ein. Ein Teil des ursprünglichen Eis verwächst schließlich mit dem mütterlichen Gewebe und es entsteht ein neues Organ, die Plazenta. Sie ernährt den Embryo, der geschützt heranwächst. Die Fruchtblase ist sein eigener kleiner Ozean. Und wenn Gefahr droht, hat ihn die Mutter immer mit dabei. Die ersten eigenen Schritte. Nach der Geburt beginnt die Phase, in der Mütter das tun, was den Säugetieren ihren Namen gegeben hat. Der Nachwuchs wird gesäugt. In der Muttermilch steckt alles, was die Jungen brauchen. Die Erfindung der Milch ist ebenfalls eine echte Sternstunde der Evolution. Die lange und intensive Beziehung zwischen Mutter und Kind hat hier ihren Ursprung. Bei uns Menschen ist das nicht anders. Allerdings kommen Babys in besonders unreifem Zustand zur Welt. Alleine sind sie völlig hilflos. Bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, ist das ganz anders. Wenn sie auf die Welt kommen, sind sie bereits deutlich weiterentwickelt. Im Vergleich dazu werden Menschenbabys quasi als Frühchen geboren. Warum ist das so? Lange gaben Forscher dem aufrechten Gang die Schuld. Das Becken sei dadurch schmaler geworden, sodass der Kopf nicht mehr durch den Geburtskanal passt. Aber das scheint nicht der entscheidende Grund zu sein. Es ist der Hunger des Fötus, der nach 9 Monaten die Geburt erzwingt. Von Woche zu Woche braucht das Kind mehr Kalorien. Anfangs hält die Mutter mit, ihr Kalorienverbrauch steigt. Dann jedoch erreicht er ein Plateau. Mehr geht einfach nicht. Und genau in dem Moment beginnt die Geburt. Ganz schön mühsam, so eine Geburt. Was ein paar Monate zuvor geschehen ist, das wissen Sie. Und das läuft bei Mensch und Tier nach dem immer gleichen Muster ab. Ein Weibchen, ein Männchen und
Sex. Aber warum gibt es den überhaupt? Warum klonen wir uns nicht einfach? Auf der Suche nach einer Welt ohne Sex müssen wir abtauchen in den Urozean. Fast ganz zurück zum Anfang des Lebens. Am Anfang war das Bakterium ein geschlechtsloses Wesen. Es vermehrt sich durch Teilung, und zwar höchst effektiv. Rein theoretisch könnte eine einzige Zelle in nur 3 Tagen zu einer Kolonie heranwachsen, die schwerer ist als die gesamte Erde. So einfach könnte es sein. Stattdessen geschieht überall im Tierreich dasselbe. Mehr als 99% aller Arten tun es. Sex ist eine der erfolgreichsten Erfindungen der Evolution. Eine Supersternstunde sozusagen. Aber auch ungeheuer aufwendig. Denn zunächst muss man den passenden Partner erobern und überzeugen. Er sendet immer dieselbe Botschaft. Ich bin stark und gesund. Ich bin der beste Vater für deine Kinder. Es ist ein Spiel, das sich von Generation zu Generation wiederholt. Bei den Großen genauso wie bei den Kleinen. Sie kämpfen um den Zugang zum Weibchen und da lohnt der volle Einsatz. Evolutionsbiologisch geht es darum, die Gene, die den Stärkeren ausmachen, zu erhalten. Der Sieger macht sich auf zum Objekt seiner Begierde. Und er ist froh, dass er mit dem Leben davonkommt. Ganz schön verrückt, was die Evolution also in Sachen Sex und Partnerwahl hervorgebracht hat. Seit Millionen von Jahren dieses wilde Treiben. Und bei allem Vergnügen, wäre das nicht auch einfacher gegangen? Ob Richard Dawkins darauf eine Antwort weiß? Man könnte meinen, dass es für ein Weibchen am effektivsten wäre, sich einfach zu klonen, anstatt bei jedem Kind die Hälfte ihrer Gene wegzuwerfen und sie mit denen eines Mannes aufzufüllen. Aber es scheint sich doch irgendwie zu lohnen. Ist das der Ursprung der Liebe? What is about love? Sie müssen das genetisch betrachten. Das, worauf es wirklich ankommt, ist das Überleben der Gene. Wir sind Maschinen, die von Genen programmiert wurden, die Gene zu erhalten und weiterzugeben. Wer nicht? Einerseits ist das alles, was wir sind, andererseits aber auch nicht, denn wir lieben Beethoven und Mozart, und das ist mit Darwins Theorie schwer zu erklären. Sex ist ein Königsproblem der Evolutionsbiologie. Eine These? Die Mischung der Gene zweier Partner erhöht die Anpassungsfähigkeit. Die Vielfalt an genetischen Kombinationen macht überlebensfähiger. Aber wie erkennen wir den oder die Richtige? Auch das regeln die Gene. Denn zu den äußeren Reizen kommt noch etwas hinzu, dessen wir uns kaum bewusst sind. Wir kommen uns nahe und schnuppern aneinander. Der Geruch ist ein entscheidender Faktor bei der Partnerwahl. Davon ist der Evolutionsforscher Manfred Milinski überzeugt. Seine Versuche mit Stichlingen haben das gezeigt. Und auch der Mensch wählt mit der Nase, glaubt Milinski. Alle anderen Zwecke, die uns so durch den Kopf gehen, ist alles Nebensache. Das kommt alles danach. Wenn er stinkt, so kann man sagen, kann der aussehen wie Humphrey Bogart. Es wird nix. Doch lässt sich das auch beweisen? Die Forscher haben sich einen Test ausgedacht. Verschiedene Männer schlafen eine Nacht in einem farblosen Baumwoll-T-Shirt. Am nächsten Morgen steckt ihr Körpergeruch in dem Gewebe und bleibt dort auch noch eine ganze Zeit lang hängen. Milinski bereitet den Schnuppertest vor. Vorher haben die Forscher von allen Beteiligten eine Blutprobe genommen und die Immungene genau analysiert.
Jetzt ist sie an der Reihe. Welches T-Shirt riecht am besten? Dieses gehört einem Mann, dessen Immunsystem ihrem eigenen stark ähnelt. Unattraktiv. Auch die folgenden mag sie nicht. Unbewusst sucht sie zusätzlichen Schutz für den Nachwuchs durch genetische Varianz. Nummer 5 ist ihr Favorit. Einem Date wäre sie nicht abgeneigt. Was hat er, was den anderen fehlt? Er hat die richtigen Werkzeuge und das ist entscheidend. Bruchstücke von Krankheitserregern schwimmen in unseren Zellen herum und werden von den Werkzeugen des Immunsystems gefangen. Jeder Mensch hat ein bestimmtes Set zur Verfügung. Manche Erreger kann er unschädlich machen, andere nicht. Bei der Partnerwahl suchen wir eine möglichst optimale Ergänzung zu unserem eigenen Werkzeugkasten. Wenn der Nachwuchs unterschiedliche Werkzeuge hat, kann er mit vielen Krankheitserregern fertig werden. Er bleibt gesund. Gleichzeitig darf der Aufwand aber auch nicht zu groß werden. So zwingt uns der Mechanismus, der da evolviert ist, passende Partner auszuwählen und passend in dem Sinne, dass die resultierenden Kinder möglichst krankheitsresistent sind. Der Körpergeruch gibt uns die entscheidenden Hinweise. Jeder Mensch besitzt ein eigenes Set an Immungenen und das sorgt für unseren individuellen Geruch. Im Labor können die Forscher für verschiedene Menschen ein persönliches Parfüm zusammenbrauen. Doch erkennen wir auch, was zu uns passt? A. Das extra für sie synthetisierte Parfüm. B. Ein anderer weiblicher Duft. Die Probandin ist sich sicher. Sie weiß genau, welcher Geruch den körpereigenen verstärkt. Ein falscher Duft könnte bittere Konsequenzen haben. Nicht beim Flirten, aber vielleicht später bei der Gesundheit der Kinder. Und da gibt uns der Geruch die entscheidenden Hinweise. Deshalb also hat die Evolution den Sex erfunden, weil er die Nachkommen gesünder macht. Tja, das mit der richtigen Partnerwahl ist natürlich immer eine schwierige Sache. Aber bedenken Sie, nicht nur Ihre Eltern, Groß- und Urgroßeltern, sondern unzählige Generationen zuvor. Alle haben es irgendwie hinbekommen. Vom Anfang des Lebens vor 3,5 Milliarden Jahren läuft eine nie unterbrochene Linie genau bis zu Ihnen. Machen Sie was draus.